Wir wollen mehr über den Druiden wissen. Gibt's hier was, was ich klauen kann? Nein, aber hier gibt's ein Buch. Wir reden erstmal mit dem Buch. Es war so in allen Zeiten, dass die Zwerge der Magie nicht trauten. Sie erschaffen ihre Maschinen mit den Kräften der Natur. Die Elemente, Luft, Natur und Erde betrieben den Zugang hinauf in das Reich der Wolken. Doch die Schattenelfen zerstreuten diese Elemente. Nur der Schlüssel der Erde ist noch im Zwergenturm. Alle anderen Elementarschlüssel sind verschollen in Sansara. Erst wenn die drei Elementarschlüssel der Luft, Natur und Erde wieder vereint sind, wird sich der Zugang zum Wolkenreich öffnen. So, ich glaube, das war das dritte Buch. Ich habe zumindest unten rechts auf der allerersten Seite vom Buch so eine kleine 3 gesehen. Ich weiß nicht, ob das allerdings stimmt. Tatsächlich in eine gewisse Reihenfolge gehören oder ob es ein Zufall war. Wir reden mal mit dem Zwerg. Willkommen in meiner bescheidenen Wohnung. Bücher sind ungeheuer hilfreich in Zansara. In ihnen finden sich die Legenden unserer Ahnen. Eine dieser Legenden berichtet von einem Helden, der unsere Welt heilen wird. Gemeint ist damit sicherlich der weiße Druide. Wie er alleine Zansara retten kann, darüber geben die Bücher leider keine Auskunft. Sieh dich ruhig um. Vielleicht findest du ja einen wichtigen Hinweis, den wir übersehen haben. Naja, dein fliegendes Buch hier im Eck zum Beispiel, aber das sagt mir auch nicht so wirklich, was genau der Druide da tun soll, um die Welt zu retten, wenn es denn der Druide ist, obwohl alle Welt sagt das, also gehen wir davon aus. Du hast auch Steinfeen, ne? Ah, wie sieht es überhaupt aus? 10 von 15, aber er hat hinten noch die vollen 30. Ja, komm, 96 von 196, also er hat ein Level-Up gekriegt, er überlebt das. Vanga kol dom ne farao. Willkommen im Turm der Weisen. Du bist, wie ich sehe, schon weit gekommen. Aber nur wer mich und meinen ältesten Bruder besiegt, ist würdig, den Elementarschlüssel der Erde zu besitzen. Magst du ein Feenduell? Ja, natürlich, werter Herr Zwerg, der genauso aussieht wie seine anderen Brüder überall. Okay, der hat jetzt schon einen 27er oder hat zwei Psyfeen. Ich hasse diese Psyfeen so sehr. Aber das kann nichts Besonderes. Das hier auch nicht. Das ist nur 19. Was kannst du? 22 Schadenspunkte. Langsamere Bewegung. Oh Gott, Level 8, wie niedlich. Wie niedlich. Komm, Balthasar kriegt die doch platt. Wir wechseln für die Psyfeen wahrscheinlich mal auf Ahasa. Ich will mal das Geld hier. So, ja, Ahasver war 2, ne, ja. Komm, Ahasver, du kannst das. Du bist ähnlich langsam, aber ich weiß, dass du das kannst. Schneller, Ahasver, Schätzchen. Oh, ich muss im Übrigen aufpassen, da hat irgendwas mit Reflexion drin. War Stein eigentlich gut gegen die? Nicht effektiv, ups, nö. Nimm halt mal Wasser. Ups. Ja, mach mich halt langsam, ist mir auch recht. Oh, dieses langsam, dieses nicht bewegen können, das ist ätzend. Gib mir den hier. Kriegt's halbwegs von den ganzen Winzen, die ich hätte haben können. Ach, es hat ordentlich was auf die Fresse bekommen. Es war nicht so gut. Deine Feen sind gut trainiert, aber ob sie auch gegen die Feen meines ältesten Bruders bestehen können? Besuche mich in meiner Bibliothek, wenn du mehr über das Wolkenreich erfahren möchtest. Erstmal muss ich meine Feen raufhalten. Da hast du aber irgendwie Mist gebaut. Ach, oh, 1191, das gefällt ihm, glaube ich, nicht ganz so gut. Ah, wo sind meine ganzen Heiltränke? Ein kleiner reicht für dich. Oh, nee, da kann ich. Nee, 50.
Noch ein kleiner, ja. 289 von 291, ja komm. Okay, 100. Brauche ich einen 100er? Noch ein kleiner? Ja. Speichern und Rinder. So, gibt es hier irgendwas, was ich mir ansehen und mitnehmen kann? Nee, ja, da hinten ist eine Truhe. Wir reden erst trotzdem mit ihm. Willkommen in meiner Bibliothek. Oh, das Wolkenreich, ein legendärer Ort. Nirgends sonst ist Zanzara strahlender und schöner als dort. Viele einzigartige Orte liegen zwischen den Wolken. Die weiße Kathedrale, das Domizil vom Druiden. Die große Arena, einst ein Platz, an dem die Feenmeister ihre Kräfte maßen. Der weiße Pavillon, wo rauschende Feste gefeiert wurden. Doch dies alles liegt schon lange zurück. Durch den Ausfall der Plattform konnte keiner mehr in die Wolken gelangen. Viele haben inzwischen die Existenzen des Wolkenreichs gänzlich vergessen. Ja, die Schlüssel sind ja sonst wo. Wir haben ja einen, haben wir ja bereits. Den zweiten kriegen wir von denen. Oh, Karte der Bergwelt. Sehr schön. Immerhin mal irgendwas. Woher wir den dritten kriegen, weiß ich gar nicht mehr. Oder haben wir schon zwei? Schon wieder alles vergessen. Nee, wir haben einen Elementarschlüssel. Den zweiten kriegen wir hier. Woher wir den anderen bekommen? Pff, keine Ahnung. Nee, nein, da, ja. Was ist da hinten? Die Eishöhlen, da waren wir noch gar nicht. Ah, weil wir hier noch gar nicht über die Brücken gegangen sind. Da waren wir noch überhaupt nicht. Ich schätze mal, da gibt es dann wahrscheinlich den nächsten Elementarschlüssel. Habe ich gespeichert, wahrscheinlich. Aber paranoid nochmal speichern. Ich glaube, hier ist. Ja, da oben ist der nächste Herr. Du hast all meine Brüder besiegt? Vielleicht bist du ja würdig, unseren Elementarschlüssel der Erde zu verwenden. Zuvor musst du jedoch dein Talent gegen mich beweisen. Mach dich bereit. Der hat auch Stein vorne, naja, gut, dann 19, keine besonderen Eigenschaften, zusätzlicher Schaden für kritische Treffer, 24, keine besonderen Eigenschaften. Oh, ein Pix, das ist eine Feuerfee. Gut, dass wir Wasser haben mit Oceana hinten. Für einen kritischen Treffer. Ups. Brennende Seele, defensiver Zauber des Gegners gesperrt. Oh. Das ist ein fieser Zauber. Ich glaube, die Dunkelfinder haben auch so einen. Jumrock, 29. Schaden pro Treffer. Okay, also nichts. Schaden reflektiert. Und die ist 31, das ist seine stärkste. Da muss. Warte, da muss man. Muss man Oceana herhalten. Die ist 34. Kritische Treffer haben keine Wirkung und sie macht nur Schaden. Also, sie hat zwei Wasserspells drin. Das sollte eigentlich machbar sein. Sie ist auf ganz hinten. Boah. Du machst das, Schnuggi. Balthasar reißt das rum. Ups, ups, hoppla, da ist er schon tot. Ja, du bist nur Stein. So. Jetzt auf 5, jetzt brauche ich sie. Ich erstmal gucken. Das war schnell. Können wir wieder auf 1 auf Balthasar wechseln? Ups, er hat kein Mana mehr auf dem ersten Slot. Macht nichts, nehmen wir halt den hier. Ich habe keinen Verteidigungsspell mehr drin. Ist aber nicht schlimm. So. Das lief besser als erwartet, muss ich gestehen. Du hast dir unseren Elementarschlüssel der Erde wirklich verdient. Nimm ihn an dich. Und so stützen sich die Hoffnungen der Zwerge auf ein Menschenmädchen. Nutze den Schlüssel weise und wende dich an mich, wenn du mehr über Zanzaras Legenden erfahren willst. Warum sieht Amy zur Treppe hin und
Wir reden gleich mit ihm. Ich will erst da hinten das Loot haben, wie immer. Öffnen, ja. Was muss ich überhaupt? Das war bestimmt falsch. Ja, nein, doch. Event. Ich bin nicht gut in sowas. Ich weiß gar nicht, wie das ging hier. So, da. Nicht geschickt, aber irgendwie doch geschafft. Elementarschlüssel der Erde. Elementarschlüssel erzeugen geheimnisvolle Kräfte, die häufig von den Zwergen benutzt wurden, um ihre alten Maschinen zu betreiben. Jetzt reden wir mal mit ihm. Hallo Amy, wie ist es dir ergangen? Gut, seitdem ich 2,50 Meter von dir entfernt stand. Rettung durch den weißen Druiden. Vor langer Zeit hat uns der weiße Druide vor den Menschen gerettet. Darum bin ich ganz sicher, er wird uns auch diesmal helfen. Du musst ihm bei seiner Suche nach den Ursachen helfen, denn alleine wird er die Schuldigen für dieses Unheil nie finden können. Schicksal des Zwergenmeisters. Unser Anführer Quinlin, der Zwergenmeister, ist verschollen, seitdem sich das Chaos wie ein dunkler Schatten über Zanzara legte. Wir machen uns alle große Sorgen um ihn. Der Sohn des Zwergenmeisters durchstreift ganz Zanzara auf der Suche nach seinem Vater. Denn sicherlich weiß der Zwergenmeister, wer schuld an dem Ausbruch des Chaos ist. Ja, den Sohn haben wir kennengelernt. Er hat. Ja, ich komme nicht an dir hier vorbei, an dieser Topfpflanze, weil die so viel Platz braucht. Den haben wir schon kennengelernt. Er hat uns ja das Buch der Feen gegeben, wenn ich es noch richtig weiß. Ich glaube, hieß er Lasse? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin so schlecht darin. Ne? Kann ich hier runterspringen oder bricht Amy sich dann das Genick? Ich glaube, sie bricht sich das Genick. Das lassen wir mal lieber. Wir gehen einfach mal so runter. Versuchen am Rand zu bleiben, damit die Tür nicht. Ah, okay, die Tür geht trotzdem auf. Egal. Wo wir entlang laufen. Aber hier unten können wir durch. Das heißt, wir haben zwei von drei. Das wissen wir. Wir haben auf der Karte gesehen, das Eisreich ist ja noch markiert. Da waren wir noch gar nicht. Er hat keinen Mana mehr. Bevor wir jetzt irgendwo hingehen, einmal kurz zum Cottage Mana auffüllen. Und weg war Amy. Einmal durch den magischen Subspace gezogen. So. Und draufhauen. Mana auffrischen. Und mal sehen. 159 von 196. Ja, komm. Einen kann ich dir geben. 81 von 91. Ach, so, muss unbedingt draufdrücken. Dem fehlt nicht mehr viel. Ich setze ihn mal nach vorne. So. Und jetzt gehen wir, ups, wieder zurück zum Zwergenturm.